Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Gerade wollte ich Farmers Dynastie sagen. Und deswegen, ja. Gut. Farmers Dynastie ist, ja, so ähnlich. Hier geht's auch ums Farmen, aber hier geht's eher ums, ja, Blutfarmen, wie man hier am Schwert so gut erkennen kann. Ja. Es geht darum, Leuten deren gerechte Strafe zuzuführen. So. Den guten Brotschopf haben wir immer noch nicht gefunden, deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal. Ein Jagdgebiet ist ja Jagdgebiet, ist ja keine. Ist noch ein Lager. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht ist er gar nicht so weit gekommen. Und ist gar nicht rübergekommen über den Fluss. Wir waren ja, glaube ich, auch da unten. Also von dem her. Kunst ist ja auch sein, dass er. Huch. Dass er gar nicht so weit gekommen ist. Dass er da in diesem anderen Lager sich befindet. Das ist aber, glaube ich, hier. Das ist dieses Köhlerlager. So wie ich das sehe. Aber hier war ich noch nicht. Und da liegt einer. Ist er das wohl? Kann er das wohl sein? Bleib auf Abstand! Was denken die Leute, wenn sie mich mit einem Bettler wie dir sehen? Bitte was? Noch etwas wegen Rotschopf. Ich wollte noch etwas anderes wegen Rotschopf fragen. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Wie wär's mit ein paar Münzen? Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen mehr raus. Ich könnte dir etwas geben, das dich zum Reden bringt. Was sagst du? Ich mag gute Unterhaltungen. Aber wenn ich nichts weiß, kann nicht mal Silber meine Zunge lösen. Verstehe. Vielleicht kommen wir trotzdem irgendwie zusammen. Wir zahlen mal. Wir zahlen 25. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, ja, das aber sie wissen waren wir schon. Nicht so überzeugend wie du. Also gut, dann ist da schon mal, sind die schon mal nicht unbedingt auf dem Weg. Wie, warum gehen die jetzt schon ins Bett? Wie viel ist denn? Na, auch schon. 8:30. Und trotzdem noch so schön hell. Ah, ich mag den Sommer. Auch hier im Spiel. So, Richtung Thalmberg, hat er gesagt. Das heißt dann wohl hier entlang, wa? Hier waren wir schon. Hier ist der Jäger. Na gut, dann hangeln wir uns einfach mal vor. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal hier lang. Waren wir da nicht schon? Naja, egal. Wir müssen jedem Hinweis folgen. Sonst werden wir den nie finden. Aber ich reite gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Hier hängen Leute. Vom Baum? Das finde ich gruselig. Da reite ich mal lieber hier lang. Es wird auch so langsam dunkel. Ich möchte eigentlich ungern im Dunkeln durch den Wald reiten. Wem geht's da noch so? Naja, egal. Hilft dir nichts. Wir müssen dahin. Mehr als eine Horde Kumanen können uns ja eigentlich nicht erwarten.
Und wenn wir so galoppieren, dann kriegen die uns sowieso nicht. Ich darf mich nur nicht wieder in irgendwelche komischen Tümpel verreiten. So, jetzt geht's aber hier runter. Up. Oh, und schon wieder bin ich im Wasser. Okay, bin auch wieder draußen. Und habe mich verletzt. Schön. Na, also bei denen waren wir schon. Das wissen wir definitiv. Egal, wir reiten mal hier hin. Da ist noch unaufgedeckt. Ich glaube, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aha. Das sind Kommandanten. Nächste weg. Oha, viele Kommandanten. Noch mehr Kommandanten. Oha, wir haben ein riesiges Kommandendorf entdeckt. Mitten im Wald. Die kommen aber nicht hierher, nein. Oh, aber der ist da drüben irgendwo. Kann ich hier rüber? Also merke, hier ist irgendwo ein fettes Kumanendorf. Und wir kommen hier, glaube ich, nicht rüber, oder? Ah, doch, hier vielleicht. Ich bin immer noch verletzt. Kann ich nicht mal... Hauptstufe 7, Gesundheit 56. Von diesem Pferdeunfall. Das eigentlich nicht wirklich ein Unfall war. Aber trotzdem hat es uns ganz schön Energie abgezogen. Ich weiß nicht, kann ich da einen billigen Wein trinken? Gesundheit 100. Ach, das Pegasus. Was ist denn hier mit dem Wein? Gesundheit 0. Brezel, Gesundheit 0. Brot, Gesundheit 0. Pilze, Gesundheit 3. Hasenfleisch, Gesundheit 0. Hühnchen, Gesundheit 0. Schirmling, Gesundheit 0. Ja. Trockenobst, Gesundheit 4. Gut, dann ins Inventar. Zack. Jawohl. Brennesel. Nichts. Löwenzahn? Na, nichts. Okay, das ist nichts zum Essen. Schade. So, was, haben wir eine Stufe? Ne, haben wir nicht. Nahrung. Dönerfleisch? Nein, Dönerfleisch haben wir nicht, leider. Hä? Achso, Trockenobst war's. Essen. So, alles gegessen. Was habe ich jetzt noch gegessen? Irgendwas anderes noch. Habe ich einen Retterschnaps gegessen? In die Satteltasche. Ah, okay. Den kann ich nicht essen. Ich habe den nur irgendwie... Warum ist der ausgegraut? Ich habe keine Ahnung. Naja gut, die Energie wird schon irgendwann wiederkommen. Es wird dunkel. Und hier im Dunkeln ist gar nicht gut munkeln. Warum setze ich mir eigentlich einen Marker? Da ist doch gar nichts. Das ist doch völlig, völlig unbogig. Hier ist auch keine... Hier ist der Jäger. Hinweisgeber. Unerforschter Ort. In Tallenberg. Sind wir hier willkommen? Ja. Ich glaube, wir gehen mal hier hin.
Vielleicht ist er ja in Tallenberg. Der Schlingel. Na los. Pegasus will gern baden. Soll er jetzt aber nicht. Ich brauche eine Fackel wahrscheinlich. Steck die Waffe weg, verflucht. Oh. Okay, machen. Waffen sind nicht gern gesehen. Ugh. Aber hat noch keiner rumgemeckert, da wir keine Fackel haben. Schließlich machen die ja genug Licht, die sind wie Straßenlatern. Nein, ich hab keine Fackel, ich sehe nicht, dass hier Leute sind. So, wir haben hier eine Unterkunft gefunden. Das ist ja praktisch. Ich glaube, ich schlaf hier mal. Ist dir aufgefallen, dass alles teurer wird? Ist mir egal. Ich habe mich mit so einem Händler aus Prag unterhalten und der sagt, es wäre überall... Ich glaube, ich nächtige hier mal. Tja, weil die Straße... Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Ja, eine Nacht reicht. Nur die eine Nacht. Gut, Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Fälschen brauchen wir da nicht wegen so ein paar Groschen. Du hast das Zimmer ganz für dich. Keiner wird dich stören. Wo soll ich schlafen? Auf dem Dachboden. Es gibt eine Tür neben dem Hühnerhaus. Dahinter ist eine Leiter nach oben. Dort ist alles für dich vorbereitet. Aha. Huch. Hinter dem Hühnerhaus. Wo ist das Hühnerhaus? Das ist das Hühnerhaus? Nein. Hä? Gute Frau, wo ist das Hühnerhaus? Ich kapiere es nicht. Geh einfach mal hier rein. Ich werde es schon finden. Ne. Den von der Ulme, die du umgehackt hast? Greifst du ihn jetzt aus? Hier ist doch Dachboden. Zwei Truhen. Ich sehe hier keine Leiter. Ach, hier geht eine Treppe hoch. Ah, okay. Wunderbar. Ein Händler. Das ist aber hier nicht mein Schlafding, oder? Der Händler geht und macht die Tür zu. Nur mal so der alten Gewohnheit wegen. Wir sind zwar jetzt ehrbar, aber jeder hat mal einen Rückfall. Okay. Habe ich natürlich nicht. Deswegen zack und zack. Grüne Beinlinge. Was haben wir? Elegante blaue Beinlinge. Die Grünen sind aber noch besser konstituiert. Wir ziehen die Grünen an und die packen wir ins Pferd. So, was haben wir noch? Kleid und Schürze brauchen wir nicht, Sonntagskleidung auch nicht. Aha. Okay. Ja. Wir sind hier aber trotzdem falsch. Hier ist kein Schlafplatz. Aber hier ist definitiv... Ach ne, hier. Ich sehe gar nichts.
Ist das hier das Hühnerhaus? Hat sie nicht gesagt, neben dem Hühnerhaus? Also... Ei, grünes Osterei, Hahnenfeder. Grünes Osterei im Hühnerhaus? Oh, hier gibt's ja noch mehr Türen. Truhen. Muss mal kurz hier zumachen. Also rein prophylaktisch. Wir sind ja jetzt ehrbar. Verdammt! Ein Dieb! Er steht hier! Muss das sein? Ja, das muss sein. Schnell! Du hältst die Klappe. Körper aufheben, F. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh. Wir werden gejagt. Okay, weg hier. Autsch. Mir vom Pferd gefallen. Ach du Scheiße, schnell weg hier. Hey du! Rühr dich nicht von der Stelle! Oh oh. Hey, du! Halt. Der Büttel jagt uns. Ergib dich! Du! Bleib sofort stehen! Hey! Mister! Wo ist mein Pferd? Ich sehe mein Pferd nirgends. Pferd, komm schon. Ah, hier kommt's hoch. Na toll. Ah, schnell. Aufsteigen. Boah, nichts weg hier. Pass auf, oh mein Gott, schon wieder runtergefallen. Wo häng ich denn jetzt drin? Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Boah, nix weg hier. Und jetzt werf mich nicht wieder ab, Mann. Verrücktes Pferd, verrücktes. Ich hasse es. Verdammt, ich wollte ehrbar sein. Jetzt bin ich schon wieder auf der Flucht. Mitten in der Nacht. Ah, oh, Mann. So eine Kacke. Und in Thalberg werde ich jetzt gesucht. Und das heißt wohl, Thalberg ist für mich tabu. So wie es aussieht? Tja, schlecht. Wo treibt sich dieser Kerl rum? Habe ich denn sonst noch andere Quests? Weil so langsam nervt's mich. Liebeswerben Plünderer. Töte den Anführer des Lagers. Rotschopf in der Klemme. Moment mal. Vergeltung? Rotschopf in der Klemme. Achso, das hat einfach nur mich markiert. Toll, das bringt mir gar nichts. Liebeswerben. Theresa. Plünderer, diese Leute hier kaputt machen. Könnte ich eigentlich mal versuchen. Vorher speichern und das dann versuchen. Kann ich da schnell reisen? Wäre ganz komfortabel eigentlich. Hierhin nach Ratai, ans obere Tor schnell reisen. Dann haben wir die Nacht schon mal überstanden. Aber mitten in der Nacht reisen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, aber offensichtlich kommen wir ganz gut durch. Mist, da hätte ich aussteigen müssen.
Naja, jetzt sind wir immerhin schon mal hier. Jetzt reite ich mal schnell dahin. Kurz vor das Lager des Anführers. Und dann versuchen wir mal den Anführer zu. Zu überreden. Es ist hier runter. Jetzt muss ich gerade mal auf die Karte gucken. Ah, das ist hier ganz in der Nähe. Vielleicht sollten wir warten, bis es Tag wird. Ja, vielleicht eine ganz gute Idee. Wie viel ist denn? Es ist 3. Wann geht die Sonne auf? Um 5. Ich glaube, ich speichere hier mal. Bevor wir wieder sonst wo anfangen müssen. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Und ja, dann werde ich mich mal da anschleichen. Pferd, hörst du schon was? Pegasus? Nein? Und ja, werde mal gucken, ob wir diese Anführer nicht irgendwie, beziehungsweise den Anführer nicht irgendwie versuchen können, lautlos auszuschalten. Aber ich hoffe mal, da wird es dann Tag bis dahin. Naja, wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.